Anlässlich der Geschehnisse rund um das Champions-League-Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel vom vergangenen Dienstag wollen wir uns in diesem Video nochmal detaillierter äußern. Wie im Nachgang bekannt wurde, kam es um die Partie doch zu mehr Zusammenstößen beider Fanlager als zunächst gedacht. Nachdem wir bereits am Vorabend sowie am Nachmittag einzelne Angriffe von Kleingruppen auf Napolitaner in Frankfurt-Sachsenhausen berichtet hatten, kam es auch unmittelbar am Waldstadion zu Attacken auf die Italiener. So sei es um den Gästeeingang vor dem Spiel mehrmals zu Auseinandersetzungen zwischen Neapel und Frankfurt gekommen. Auch soll eine kleine Kolonne an anfahrenden Neunern mit Szenepersonen der Italiener am Oberforsthauskreisel gegen 20.30 Uhr an einer roten Ampel zum Stoppen gekommen sein. Daraufhin stürmte eine in etwa 100 Mann große Gruppe vermummter Frankfurter aus umliegenden Gebüschen hervor und attackierte die Kleinbusse von mehreren Seiten. Die Anhänger der SGE warteten wohl gezielt auf den Szenehaufen aus Neapel und wollten diesen entsprechend abpassen. Wie die Polizei berichtete, seien die Anhänger aus Neapel darauf unverzüglich aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen, um die Bitte zum Tanz anzunehmen. Von Frankfurter Seite wurden die Fahrzeuge der Gäste mit Eisenstangen und Steinen teilweise aufs Übelste demoliert. Doch auch die Italiener sollen nicht zimperlich gewesen sein und verwendeten Plastik und Eisenstangen bei dem Austausch an Nettigkeiten. Nachdem die Staatsmacht das Treiben mit dem Einsatz von Schlagstöcken und Gummiknüppeln auflöste, kam es zu mehreren Festnahmen auf beiden Seiten. Über den genauen Grund der Auseinandersetzung zwischen Gästefans im Auswärtsblock sowie das Nichtaufhängen der Zaunfahnen liegen uns bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch keine klaren Informationen vor. Da Frankfurt aber offenbar noch nicht genug hatte, gab es nach Spielende eine weitere große Auseinandersetzung. Als erneut eine Kolonne Napolitaner Neuner an einer stadionnahen Tankstelle hält, um entsprechend Benzin für die Rückreise zu tanken, ergreifen rund 50 Heimfans die Initiative und stürmen von zwei Seiten hervor. Nach kurzem Faustkontakt ist jedoch erneut die Staatsmacht zur Stelle, die die Gäste zu diesem Zeitpunkt sowieso noch auf dem Schirm hatte. Alles in allem also ein mehr als ereignisreicher Spieltag für beide Szenen. Insgesamt berichtet die Polizei nach dem Spiel von 36 Festnahmen und mehreren leicht verletzten Personen. Mit Spannung wird das Rückspiel am Mittwoch in zwei Wochen erwartet. Gerade auch im Hinblick auf die Szene-Freundschaft zwischen Frankfurt und Atalanta Bergamo. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.